einen wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Der große Marktausblick. Ja, und wenn es um den großen Marktausblick geht, dann ist das Ganze natürlich immer mit Mario Lödemann zusammen. Ich freue mich, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier um 18 Uhr zum letzten Marktausblick in 2022. War ja ein recht wildes Jahr an den Börsen. Ja, und an den Märkten allgemein. Ich bin gespannt, was der Mario dann uns heute noch erzählen wird. Bevor ich aber den Bildschirm übergebe, einmal obligatorisch der Risikohinweis. Ja, Sie kennen es alle, das Webinar dient natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte verstehen Sie nichts davon als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was der Mario gleich erzählen sollte, beziehungsweise analysiert oder erklärt in den Charts, in den Grafiken, vollkommen egal. Schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig vorweg, immer zu sagen. Gut, so viel Zeit vorweggenommen. Dann würde ich sagen, Mario, dann kriegst du jetzt hier den Bildschirm. Jetzt hoffentlich nur noch den Chart. Ja, und, perfekt. Perfekt, dann legen wir auch los. Und ja, du hast es vorhin schon so schön gesagt, Risikohinweis. Ich finde das immer sehr spannend, weil das hat gar nichts mit den, also ich bin immer kein Freund von den ganzen rechtlichen Sachen, trotzdem müssen die natürlich gemacht werden. Aber grundsätzlich als Trader ist es unfassbar wichtig, dass man lernt, eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist etwas komplett anderes als das, was man gewohnt ist aus vielen anderen Bereichen. Wenn man zur Bank geht oder wo auch immer, dann gibt man diese Entscheidung so ein bisschen weg von sich. Im Trading oder auch beim Investieren wollen wir die Verantwortung ja selber tragen, weil keiner weiß eigentlich so gut, wie wir mit dem Geld umgehen wollen, wie wir selber. Und beim Trading ist es eigentlich noch viel krasser, weil dort können wir ganz, ganz schnell auf verschiedene Marktsituationen reagieren. Es kommt auch immer so beim Trading so ein bisschen darauf an, was ist mein Fokus? Also wo möchte ich jetzt hin? Bin ich jetzt ein Händler, der jetzt eher auf Sicht von mehreren Wochen und Monaten denkt? Dafür verwende ich immer gerne den Tageschart, wenn es darüber hinausgeht. Dann am liebsten tatsächlich Nachrichten zu handeln, also sehr kurzfristig gedacht, am besten am gleichen Tag rein und raus. Jetzt in der Analyse werde ich, wie sonst auch, erst einmal kurz auf die großen Märkte schauen. Heute auf den S&P 500, Nasdaq und den DAX und darüber hinaus aber auch auf den Euro-US-Dollar. Warum? Weil sich da sehr viel getan hat in der letzten Woche. Die Inflationszahlen, ihr habt es sicherlich mitbekommen, in den USA sind sie um sage und schreibe 0,5% zurückgegangen. Und das hat eigentlich dieses Feuerwerk ausgelöst, nämlich das, was ihr hier im Chart sehen könnt. So, und werde da gleich auch noch was zu sagen. Und im Anschluss daran könnt ihr gerne alle eure Fragen stellen zum Thema Trading. Wenn ihr Aktien habt, die ihr gerne besprochen haben möchtet, dann könnt ihr die hier auch entsprechend stellen. Das heißt also, wir nutzen es mal ganz gerne hier einmal für den groben Überblick und dann eben, um eure Fragen dann auch zu den einzelnen Werten zu stellen. So, das vorab. Hier, das war der Tag gewesen, bevor klar war, die Inflationszahlen sehen anders aus als erwartet. Wir hatten ja im letzten Monat eine Inflationszahl in den USA von 8,2%. Für den Oktober hat man dann gehofft, dass wir bei 7,9 sind und dann waren es 7,7%. Und plötzlich hat die Börse gesagt, oh, wenn das so ist, dann ist die Welt ja gar nicht so schlimm. Und dann sehen wir mal, was da passiert ist. Von einem Tag auf den anderen ist der Markt hier, der S&P 500, um über 5% gestiegen. Wenn wir mal den heutigen Tag noch mitnehmen, sind wir bei knapp 7%. Der Nasdaq hat alleine hier in diesem kurzen Zeitraum innerhalb von 2 Tagen sogar 9% gemacht. Also wie kann das sein, dass diese starke Bewegung so schnell vonstatten geht? Also warum, was ist eigentlich dahinter? Und es ist relativ simpel zu erklären. Wir sind in einem langen Abwärtstrend gewesen, seit vielen, vielen Monaten, eigentlich seit Anfang des Jahres. Man kann das hier ganz gut sehen. Ich zeichne das hier auch mal kurz ein, dass man das hier mal einmal jeder parat hat. So, und wenn man in einem solchen Trend ist, dann haben wir hier einmal diesen typischen Bruch gehabt. Das heißt, da haben schon viele gedacht, oh, jetzt ist die Welt eigentlich wieder in Ordnung. Jetzt müsste der Markt doch eigentlich nach oben ziehen. Nein, das hat er nicht gemacht. Das heißt, wir haben hier noch ein neues Tief gemacht. Und deswegen sind auch Zeichnungen, die man macht, so dann nicht richtig, sondern wenn man zeichnet in einen Chart, muss man immer davon ausgehen, von der Stelle, wo man da gerade ist, also wo der wirklich der tiefste Punkt ist. So, und wenn wir uns das einzeichnen, dann sieht das eben so aus. So, und dann kann man ganz klar sagen, hier war der Trendbruch. Damit war klar, okay, diese Abwärtswelle ist jetzt erstmal vorbei.
mit hoher Wahrscheinlichkeit. Dann hat sich sogar auch ein neuer Trend etabliert. Und dann, wie gesagt, kam dann noch in der letzten Woche hier, dass dieser Sprung kam, weil die Zahlen halt doch besser waren als erwartet. Aber warum hat der Markt so stark reagiert und dann auch wiederum gleich, warum so viele Einzelwerte so massivst mit 10, 15, 20% plus reagiert haben? Wir waren halt dadurch, dass wir hier so lange im Minus gewesen sind, also so lange auch gefallen sind, ist es eben nicht unüblich, dass in diesem Moment, egal was für Nachrichten kommen, es sei denn, sie wären jetzt katastrophal schlecht gewesen, wir sind hier ungefähr 27% gefallen, dass dann schon eine kleine positive Nachricht reicht. Diese 0,2% weniger Inflation als erwartet, statt 7,9, 7,7 reichen dafür aus, um eine solche Rallye zu starten. Und deswegen ist das Trading auch so faszinierend, weil das alleine hat dazu geführt, dass allein an diesem einzigen Tag, ich habe dazu am Freitag ein Video veröffentlicht, alleine an diesem Donnerstag ich alleine im Trading Depot 4% plus machen konnte, wie viele andere auch, wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr, weil sie vielleicht mit Hebelprodukten arbeiten, im Investment dasselbe. Das heißt also, es ist das Schöne am Trading, dass man auf Nachrichten so schnell reagieren kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man für sich als Trader klar hat, welche Zeiteinheit ist eigentlich die, die ich bevorzugt handeln kann und möchte. Ideal ist für mich eigentlich immer als Händler, dass ich möglichst alle Zeiteinheiten nachbilden kann, also sowohl den Tageschart als eben auch den Stundenchart und auch den Intraday-Chart für News. Das muss man natürlich gucken, kriegt man das in sein Bild hinein, aber dann kann man eben von solchen Sachen halt massiv profitieren. Ansonsten lässt sich hier ganz klar sagen, der Abwärtstrend ist gebrochen, es hat sich hier ein kleiner neuer Trend etabliert und wie ihr seht, wir sind jetzt genau an der 200-Tage-Linie angekommen. Das habe ich ja schon am Montag im Wochenausblick bei mir auf meinem YouTube-Kanal gesagt. Ganz, ganz wichtig, hier wird der Markt an Dynamik verlieren. Das sehen wir auch heute. Es geht hier nicht weiter erstmal nach oben. Warum? Weil diese 200-Tage-Linie eben oft einen Widerstand darstellt. Wenn der Markt von oben kommt, ist es eine Unterstützung. Von unten ist es jetzt der Widerstand. Das haben wir jetzt in den letzten Monaten auch schon zweimal gesehen. Das war einmal hier. Das war auch schon hier einmal gewesen, hier am Ende des Tages auch einmal. Der überschießt dann häufig kurz und dann kommt er halt wieder zurück. Jetzt ist die spannende Frage, schafft er es, da durchzukommen? Und das ist etwas, was komplett anders ist als hier. Warum? Weil die Volatilität deutlich, deutlich niedriger ist. Also ich hoffe, es ist für euch in Ordnung. Ich bringe hier das ein oder andere natürlich auch aus unseren Weiterbildungen mit. Volatilität ist einfach ein unfassbar wichtiger Punkt. Diese grüne gestrichelte Linie ist die Volatilität. Da sind wir jetzt bei 23,65. Man sagt immer, alles unter 20 ist eigentlich ein total ruhiges Fahrwasser, wo man sich ganz wohl fühlt, wo man sich keine Gedanken machen muss. Da kann man einfach long traden. Darüber ist es halt nicht mehr so schön. Also heißt im Regelfall, es geht dann eher bergab. Wobei das natürlich auch nur bedingt richtig ist, denn wir kommen natürlich von über 30 und dann ist 23 natürlich schon wieder gut. Das heißt, die Volatilität geht aus dem Markt heraus. Und das ist eben etwas komplett anderes als bei den letzten beiden Bewegungen nach oben. Die Volatilität fällt jetzt einfach immer weiter ab, was für uns eine höhere Sicherheit bringt, dass der Markt gegebenenfalls es schafft, über die 200-Tage-Linie tatsächlich zu kommen. Denn auch saisonal gesehen befinden wir uns hier gerade in den stärksten Wochen des Jahres. Das dürfen wir halt nicht vergessen und das setzt man dann im Prinzip im Trader-Markt natürlich dann auch häufig um. Zumindest wenn man profitabel tradet, kann man das Ganze für sich nutzen, sowohl als Investor als auch als Trader. Und der DAX ist da eben mit Abstand auch der stärkste Markt, auch dieses Jahr wieder. So, das heißt für mich in der Analyse, wenn ich mal nur den S&P 500 sehe, ja, wir sind raus aus diesem Abwärtstrend. Wir entwickeln hier gerade einen neuen kleinen Trend nach oben. Wir sind aber noch nicht hier im Prinzip über die 200-Tage-Linie hinweggelaufen. Und dadurch ist das eigentlich so, das war auch hier schon so und hier schon so. Ich bin also in beiden Malen nicht auf die Long-Seite gesprungen, sondern habe gewartet, ob der Markt wirklich es schafft, darüber hinauszulaufen. Das werde ich auch dieses Mal so machen. Ich bin im Moment marktneutral aufgestellt. Das heißt, wir haben Short-Positionen, Long-Positionen, ganz kleines bisschen mehr Long im Moment im Depot, aber nur aufgrund der Dynamik und weil wir eben viele News auch einfach hatten, wo Aktien einfach nach oben gegappt sind, wo man einfach reingeht. Aber ansonsten wäre ich persönlich immer noch eher auf der neutralen Haltung, es sei denn, wir schaffen es eben über die 200-Tage-Linie hinwegzuspringen. Sorry. Wenn wir uns den Nasdaq-Index anschauen, da sieht man es ähnlich. Auch hier haben wir mehrfach die 200-Tage-Linie angegriffen.
Alle drei Male haben wir es nicht geschafft. Wir sind hier sogar noch ein Stück weiter von der 200-Tage-Linie entfernt. Allerdings, die Dynamik ist halt stark und das sieht man auch hier ganz schön. 11% nach oben gegangen. Wie gesagt, alleine von hier, die 2 Tage haben über 9% gebracht. Und das konnte man ganz gut sehen. Welche Aktien haben am meisten davon profitiert? Das waren die Verlierer der letzten Wochen und Monate. Aktien wie Amazon, wie Meta, die haben halt extremst davon profitiert. Und die spannende Frage ist natürlich, macht es Sinn, auf solche Werte zu gehen, auch jetzt auf Sicht der nächsten Wochen? Ich bin kein großer Freund davon, diese mittelfristig aufzunehmen. Warum? Weil die, wenn der Markt wieder schwach geht, auch relativ schnell wieder an Kraft verlieren. Aber es als kurzfristige Trades zu machen, also gerade wenn News dahinter stehen, dann macht es natürlich schon Sinn. Grundsätzlich lässt sich sagen, der Nasdaq ist deutlich schwächer als der S&P, auch wenn jetzt die Dynamik der letzten Tage zeigt, dass wir hier sehr stark überverkauft waren und dass eben sehr viele Marktteilnehmer jetzt auch wieder zurückkommen. Und es bleibt für uns alle zu hoffen, dass wir eine schöne Jahresendrallye in den nächsten 6 Wochen noch sehen. Es wird uns sicherlich allen guttun, nochmal hier diesen Schwung einfach mitzunehmen und dann hoffentlich im neuen Jahr in ein besseres 2023 börsentechnisch hineinzulaufen, als das in 2022 für viele war. Kommen wir in den stärksten Markt. Das ist der DAX, was viele sicherlich verwundert. Aber wir sind im DAX eben schon ein ganzes Stück weiter. Nicht nur, dass wir über der 200-Tage-Linie sind und uns davon zwischenzeitlich auch schon fast 1000 Punkte entfernt haben. Es sind erst 800, aber es ist halt doch schon ein ganzes Stück oberhalb der 200-Tage-Linie. Und dieser Abwärtstrend, den wir hier hatten, auch der ist gebrochen. Das heißt also, wenn man sich die drei Märkte einfach mal anschaut, dann kann man ganz klar sagen, es macht einfach aus meiner Sicht jetzt viel mehr Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, tatsächlich starke Titel aus dem DAX zu nehmen, wenn man auf Sicht von einer Woche, 2 Wochen, 3 Wochen Positionen eingeht. Was ja oft im Trading der Fall ist, wenn man im Tageschart ist oder auch im Stundenchart. Wenn man eher kurzfristig agiert, also auf Sicht von einem Tag, vielleicht auch 2 oder 3, dann sind es oft die gefallenen Engel der letzten Tage gewesen. Wir haben auch viele Gaps gesehen in den letzten Tagen. Auch da macht es natürlich Sinn, dann auf diese Gaps zu springen. Wichtig ist, dass ihr ja eben ein gutes Handelssetup habt, was genau auf diese Gaps eben einzahlt. Das ist eigentlich das, was wichtig ist, denn ansonsten verliert man halt auch in solchen Phasen mit hoher Volatilität viel Geld. Wo richtig Musik reingekommen ist in den letzten Wochen, das ist eben in den Euro-US-Dollar, dass auch hier im Prinzip das Startsignal kam, dann hier letzte Woche Donnerstag mit den Inflationszahlen, von hier an, von der Parität aus jetzt auf 1,04 hochgeschossen. Ich habe auch meine Shorts zwischenzeitlich geschlossen, die ich hatte im Euro. Ich war ja sehr stark im US-Dollar engagiert mit mehr als 33% meines gesamten Vermögens. Warum? Das könnt ihr hier sehen, weil es mehr als 15% in den letzten Monaten bergab gegangen ist. Ich habe es gerade gemerkt, als ich im August in New York war. Man merkt einfach, man bekommt für sein Geld außerhalb der Eurozone nicht mehr wirklich viel. Weil das ist ja nicht nur hier diese 15% in den letzten Monaten gewesen, sondern wenn wir uns mal einen längerfristigen Chart anschauen, so, dann sehen wir, dass wir 2014 mal bei 1,40 waren und dann unter die Parität gefallen sind. Das ist schon echt ärgerlich. Aber bei 1,20 haben halt wirklich noch viele Positionen gehabt. So, und jetzt muss man ganz klar sagen, der Euro hat viel stärker aufgebaut. Das ist aber auch normal, denn wir befinden uns in den letzten Wochen des Jahres und hier sehen wir sehr häufig, dass der Euro deutlich an Stärke gewinnt. Das nimmt im Regelfall aber im neuen Jahr wieder ab. Da wird sich die Medaille statistisch gesehen wieder wenden. Also ihr seht schon, das ist oft ein Zusammenspiel aus Technik, Vergangenheit und das, was im Chart passiert. Und diese Dinge baut man einfach zusammen und daraus ist es dann relativ einfach, dann entsprechend abzuleiten, was der Markt dann macht. So schafft man es dann sowohl als Trader als eben auch als Investor kontinuierlich hohe zweistellige Gewinne zu machen. Als Trader im Idealfall sogar noch deutlich mehr. Das ist eben das, was man versucht, als Trader eben in der Analyse genau zu machen. Die meisten Trader tun sich einfach sehr schwer in der Analyse. Das heißt, wenn sie in den Screening-Prozess hineingehen, in die einzelnen Aktien, dann suchen sie sich häufig
in Abwärtstrends Aktien aus, die nicht wirklich richtig schwach sind, weil die Aktie vielleicht schon 50, 60, 70% gefallen ist. Und auf der Long-Seite mag man eben nicht so gerne Aktien kaufen, die schon 50% gerade in den letzten Wochen gestiegen sind, was aber Blödsinn ist, weil im Regelfall steigen gerade solche Aktien dann enorm weiter. Also zusammengefasst, der Markt hat die beste Chance, die er in den letzten Monaten hatte, diese Rallye fortzusetzen. Ein bisschen auf tönernen Füßen steht das Ganze, weil wir reden aufgrund der Rallye nur davon, dass es die Inflation um 0,2% zurückgegangen ist. Also das ist eben so ein bisschen das Ding, wo man einfach sagen muss, wir waren halt massiv überverkauft und jetzt geht es eigentlich darum, was passiert jetzt in den nächsten Tagen. Ich bin erstmal optimistisch, weil erstmal alles gut aussieht. Trotzdem, ich werde nicht mit meinem Portfolio auf die Long-Seite komplett wechseln. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Das haben wir auch noch diese Woche in der, beziehungsweise letzte Woche in der Trader-Ausbildung besprochen, weil dafür ist der Markt nicht stark genug. Vor allen Dingen haben wir noch nicht über die 200-Tage-Linie den S&P verlassen, auch beim Nasdaq noch nicht über die 200-Tage-Linie gesprungen. Also das würde ich gerne noch abwarten wollen, bevor ich da weitere Longs aufmache. Nichtsdestotrotz, es gibt wirklich viele gute Aktien auf der Long-Seite und auf der Short-Seite und einige davon werden wir sicherlich jetzt sehen. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Wir werden jetzt die kommenden 40 Minuten nutzen, dafür eure Fragen zu beantworten und auch die ein oder andere Aktie. So, dann fangen wir einfach mal oben an. Monika fragt, wird das Webinar im Nachgang abrufbar sein? Ja, also bisher war das immer so. Ich bin zwar nicht der Veranstalter, aber ich glaube, FXFET ab morgen ist das steht für euch Jupp, parat. so Jo, sieht's aus. Florian ist auch schon am Start, genau. Was hält Mario von Infineon? Ja, dann schauen wir doch einfach mal Infineon an. Also wenn ihr Aktien habt, bitte immer das Kürzel reingeben. Das macht die Sache einfacher für uns. Also ganz gut zu sehen hier, Infineon auch ganz langer Abwärtstrend, hat dann die Tiefs Anfang Juli ausgebildet, hat jetzt einen neuen Aufwärtstrend gebildet. Also immer relativ einfach, wenn man sich das anschaut. Also immer dann, wenn ihr seht, ihr habt steigende Tiefs und steigende Hochs, dann habt ihr halt einen Trend, der nach oben zeigt. Das spricht für die Aktie, die ist jetzt von 24 auf 32 hoch. Das sind auch 8 Euro, also 30% in den letzten paar Handelstagen. Das ist natürlich super stark. Ich würde jetzt nicht mehr nachspringen. Monika, das wäre mir jetzt zu, nee, gar nicht, Inke war es gewesen, wäre mir jetzt zu spannend. Ich würde jetzt warten, dass die Aktie zurückkommt im Rücklauf, 2, 3 schwache Tage und dann würde ich versuchen, hier eine Position gegebenenfalls dann aufzubauen. So, schauen wir auf die nächste Aktie, AZPN. Ja, die Aktie ist schon ein bisschen länger in der Korrektur, kann man hier ganz gut sehen. Wir hatten die Aktie hier mal damals mal aufgenommen gehabt. Hier kann man es ganz gut sehen. Also die Aktie ist hier in dieser Aufwärtsbewegung. So, und jetzt ist sie im Prinzip seit hier in der Korrektur, also seit Anfang Oktober. Das heißt, wir sind jetzt 5 Wochen mehr oder weniger seitwärts gelaufen. Man hatte eine ganz gute Chance, in die Aktie wirklich auch günstig reinzukommen. Wenn man mal hier schaut, hier ist das alte Hoch gewesen. So ungefähr bei 233, 234 im Rücklauf beispielsweise oder eben jetzt vielleicht im Stundenchart auf dem Weg nach oben. Mir persönlich ist das zu wenig Dynamik, wenn ich ehrlich sein soll. Aber grundsätzlich erfüllt sie natürlich alles das, was wir brauchen. Also die ist auf jeden Fall deutlich, deutlich stärker als der Markt. Ich mag es halt nicht, wenn Aktien so lange in der Korrektur sind. Aber das ist eine rein persönliche Geschichte. Darüber haben wir schon oft eben entsprechend dann auch in der Ausbildung gesprochen, dass ich da immer sehr viel Wert drauf lege, dass die Aktien möglichst viel Dynamik haben. Applied Materials. Hier super stark nach oben gelaufen. Ne? Also wenn wir sehen, das Tief bei 72, sind jetzt gerade über die 200-Tage-Linie gelaufen. Also ein ähnliches Bild, wie wir es beim S&P 500 vorhin gesehen haben. In der Vergangenheit ist mir jetzt noch zu früh für einen Long Trade. Weil wie gesagt, ich gehe in Long Trades wirklich am liebsten rein, wenn sie sich eben auf dem Weg nach oben nicht nur befinden, sondern wirklich
deutlich, deutlich höher sind. Das haben wir hier gerade bei der Aktie gesehen. Also Aktien, die sich so in diesem Bereich befinden, mag ich halt deutlich lieber als diese hier. Aber das ist auch reine Geschmackssache. Es muss halt in euren Handelsplan passen. Und ich arbeite eben mit einem sogenannten Sechs-Phasen-Modell, was ich schon seit über 20 Jahren zwischenzeitlich schon nutze, was wir ja auch in den Ausbildungen immer wieder besprechen. Warum man das benutzt, ist einfach, weil man mit dem Screening-Prozess innerhalb von einer Sekunde weiß, erfüllt die Aktie diese Kriterien oder nicht. Da muss man natürlich trotzdem noch schauen, will man sie handeln oder nicht. Diese würde jetzt eben diese Kriterien noch nicht erfüllen und deswegen würde ich sie persönlich aber auch noch nicht nehmen. Vielleicht nehmen wir noch eine dritte Aktie von Michael und dann kommen wir zum nächsten. ASML. Ja, hier ist im Prinzip dasselbe. Also die Aktie ist super stark gewesen in den letzten Tagen, hat aber im Prinzip noch nicht das Sechs-Phasen-Modell, welches ich halt benutze. Deswegen kommt die Aktie hier noch nicht auf den Screener. Und deswegen ist es für mich eben keine Aktie, die ich jetzt nehmen möchte. Aber das liegt wirklich nur daran, dass ich, das muss man halt vom Grunde aus verstehen. Man kann Aktien grundsätzlich natürlich immer starke Aktien handeln. Und dann könnte man auch die ASML handeln. Was ich mache seit 20 Jahren ist, ich möchte einen duplizierbaren Handelsansatz verfolgen. Das heißt, das, was ich mache, kann nicht nur ich jederzeit immer wieder abrufen, weil es immer dasselbe ist, sondern es kann auch jeder unserer Kunden machen. Und deswegen ist man in solchen Titeln halt nicht drinne, weil sie eben nicht den Kriterien erfüllen. Und deshalb würde ich sie halt persönlich nicht nehmen. Heißt aber trotzdem, die Aktie ist halt stärker gestiegen als der Nasdaq. Also das sieht man hier ja ganz gut. Deswegen, wenn man sie handeln möchte, Rücksetzer abwarten und in den Rücksetzer hinein würde ich halt eine Position aufbauen, jetzt also nicht mehr hinten nachspringen. So, dann habe ich 8AO. Das kenne ich gar nicht. 8AO. Ich hoffe, das ist, nee, 8AO ist es nicht, dann ist es 8A0 vielleicht. Nee, ist es auch nicht. Kürzel 8AO. Frank, kann ich nichts mit anfangen? Ach, also die 8AO finde ich nicht in meinem System. Vielleicht schaust du es nochmal und gibst es unten einfach nochmal ein. So, Daniel sagt, hallo Mario, wie erklärst du dir, dass der DAX im Vergleich zum S&P 500 und Nasdaq so viel stärker nach oben läuft? Deutschland hat doch viel größere Probleme. Ja, das ist richtig. Also da kommen wir immer so in diesen Bereich der fundamentalen Geschichte. Ich zeige das nochmal hier. Der DAX ist ja deutlich stärker gerade unterwegs. Also der hat hier wirklich eine extremste Rallye hingelegt. Hier über 20% jetzt seit Anfang Oktober. Passt aber genau in das, was ich immer sage. Wenn ihr mal bei Rendite Unlimited dabei wart, wisst ihr selber, das ist eine Strategie, die ich immer verfolge, die wir auch in unserer Investmentausbildung immer verfolgen. Das heißt, wer bei uns in der Investmentausbildung ist, hat die 20% zwischenzeitlich mehr oder weniger auch schon einkassiert. Und das in den letzten Wochen. Warum der jetzt so viel stärker ist, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit hier, mit dem amerikanischen S&P 500, der ja eigentlich viel mehr verloren hat, aber nur 15% gestiegen ist. Das liegt zum Teil so ein bisschen an der Berechnungsmethode, nicht komplett die 5% Differenz, das kann man nicht sagen. Aber grundsätzlich muss man natürlich wissen, dass der S&P 500 immer exklusive Dividenden berechnet werden, während der Nasdaq immer inklusive Dividenden berechnet wird. Das machen im Jahr immerhin roundabout 3% aus oder auf dem Quartal eben entsprechend knapp 1%. Ansonsten gebe ich dir recht, wir haben in Deutschland viel größere Probleme als in den USA. Die USA haben allerdings auch ein Problem und das wird häufig nicht verstanden. Und zwar sind im S&P 500 unfassbar viele Technologietitel drin. Denn auch das ist anders als bei uns in Deutschland. Wenn du ja bei uns an eine Aktie habt, die im MDAX ist, dann bedeutet das, dann kann sie nicht gleichzeitig im DAX sein. Oder wenn sie im SDAX ist, kann sie auch nicht im MDAX oder im DAX sein. Das ist in den USA anders. Wenn eine Aktie im Nasdaq ist, dann kann sie auch im S&P 500 sein. So, das heißt, der S&P 500 hat unfassbar viele Technologietitel drin, die in den letzten Monaten massivst verprügelt worden sind. Und die sind eben erst in den letzten 2, 3 Handelstagen, haben die sich erst wieder erholt. Deswegen, das haben wir im deutschen Markt eben nicht gehabt. Sind nicht so technologielastiger Index. Wir haben halt sehr viele Banken bei uns drin, Versicherungen, Automobilkonzerne.
Und Automobilkonzerne springen halt im Regelfall auch oft an. Also alles, was zyklisch ist, die Banken und Versicherer profitieren im Moment aufgrund der Zinsen, die wieder ansteigen. Also es liegt an der Zusammensetzung viel mehr im Moment. Das gleicht sich aber dann irgendwann wieder aus. Ich hoffe, das ist für dich klar. Also deswegen sage ich immer, investieren ist eben nicht nur auf einen Chart schauen, sondern es ist auch dieses Dahinterblicken, hinter diese einzelnen Dinge, die etwas beeinflussen. Und das ist etwas, das ist aber viel Erfahrung und das kriegt aber auch jeder hin. Man muss einfach nur ein bisschen schauen. So, Imka fragt, kann man auch ohne Realtime-Daten News-Trading betreiben? Ja, zeigen wir auch in unseren Ausbildungen immer. Also es gibt immer zwei News-Trader-Arten. Das ist der eine, ist man handelt im Minutenchart oder im 5-Minuten-Chart, dann brauchst du Realtime-Daten, weil es nützt dir leider nichts, wenn du 15 Minuten zeitverzögerte Daten bekommst. Wenn du aber sagst, du handelst beispielsweise, was viele Kunden von uns machen, im Stundenchart oder im Tageschart, auch als News-Trade, das sind übrigens oft die besseren Trades. Nicht, dass man insgesamt als Daytrader weniger verdient. Nein, das stimmt nicht. Als Daytrader verdient man viel, viel mehr als als Tages- oder Stundenhändler. Aber man muss auch viel mehr Zeit aufwenden. Das heißt, man kann als News-Trader einzelne News, die man tradet, kann man viel mehr Performance machen, als man das mit einem Minuten-Chart-Trade in Nachrichten macht. Weil da nimmt man vielleicht 2, 3, 4% mit einem News-Trade im Stundenchart oder Tageschart. Selbst wenn man jetzt einen Tag später einsteigt, macht man im Regelfall viel, viel mehr Prozente. Der News-Trader profitiert aber davon, dass er eben viele Trades macht. Also ein guter Freund von mir, der auch News-Trading ausschließlich betreibt, der auch hoffentlich ab Anfang des Jahres auch bei uns uns weiter mit unterstützt im Bereich des News-Tradings und Arbitragehandels. Der macht am Tag 30, 40, 50 Trades und darüber kommt dann die Performance am Ende des Tages zustande. So, und als News-Trader, wir hatten uns vor 2, 3 Wochen unterhalten, als wir darüber gesprochen haben, wie sieht denn deine aktuelle Performance aus? Ungefähr 1 bis 1,5% am Tag. So, also das ist als News-Trader tatsächlich das, was man erreichen kann. Der Weg dahin ist aber auch ein langer. Das ist wie beim, du willst Profifußballer werden oder Musiker oder was auch immer. News Trading auf Tag und Stunde ist halt deutlich einfacher. Was hältst du von SAP bzw. Deutscher Bank? SAP? Ja, also SAP gefällt mir sehr, sehr gut. Man kann hier ganz gut sehen, dass die Aktie die 200-Tage-Linie nicht nur überwunden hat, wie bei den ersten Aktien, die wir uns angeschaut haben, sondern hat hier dann auch diese typische Konsolidierung hingelegt. Seitwärts, das ist das, was ich immer gerne sehen möchte. Nochmal ein Rücklauf an die 200-Tage-Linie. Das ist bei den Titeln, die wir zuerst uns angeschaut haben, das, was wirklich wichtig ist. Und jetzt hat sie im Prinzip diesen Ausbruch nach oben gemacht. Hier konnte man locker mal 5, 6% ganz, ganz einfach mitnehmen. Wie gesagt, vom Chartbild her, das ist eigentlich das, was ich immer sehen möchte, dass eine Aktie hier über die 200-Tage-Linie hinwegschnellt und dann nach oben das Ganze weiter fortsetzt. Deutsche Bank. Im Prinzip dasselbe wie bei SAP, sehr gut ausgesucht. Auch hier im Prinzip über die 200-Tage-Linie gelaufen, seitwärts konsolidiert und anschließend 4% nach oben gelaufen in den nächsten Tagen. Und ich meine, 4%, wir müssen uns überlegen, das ist die Hälfte von dem, was ein Index in einem ganzen Jahr im Durchschnitt macht. So, und das ist dann hier dann im Schnitt in 3, 4 Tagen passiert. Also da schaue ich dann wirklich sehr genau hin. Also da freue ich mich eigentlich immer, dass solche Sachen dann auch sehr, sehr gut funktionieren. Dann muss man natürlich immer gucken, auch gerade wenn es eben sehr lange Tageskerzen gibt, hat es da Nachrichten dazu gegeben. Das sieht man hier im Agina Trader nicht so gut. Das könnt ihr aber bei TradingView beispielsweise sehen. Dort wird dann auch noch zusätzlich angezeigt, wann die Nachrichten dann gekommen sind, beziehungsweise wann es eben Quartalszahlen und solche Sachen gegeben hat. Alexander schreibt auch schon, ja, gute Ergebniszahlen. Also diese Sachen kommen dann oft dann zusammen. Also da sollte man als Trader auch immer drauf schauen, weil wir haben das hier jetzt gesehen am Donnerstag mit den Inflationszahlen. Wir haben es bei vielen Unternehmen eben, wenn die Unternehmenszahlen kamen, haben wir auch ganz viele Abstrafungen in den letzten 2 Wochen gesehen bei Unternehmen, die dann nochmal 10, 20% verloren haben. Ich erinnere nur an Meta oder auch Amazon, die wirklich extremst verprügelt wurden. Also da muss man halt auch immer sehr genau
schauen. Beate schreibt, was ist mit Linde? Versuche immer so ein, zwei Aktien von jedem mitzunehmen. Wir können nicht bei jedem fünf Aktien uns anschauen, dann kommen wir leider nicht durch. Aber schauen wir uns an, Linde. Auch sehr lange hier seitwärts an der 200-Tage-Linie herum. Ist übrigens nicht so wirklich runtergefallen. Also anders als ja viele andere Aktien. Die hat eigentlich immer die ganze Zeit die 200-Tage-Linie gehalten. Wenn wir mal hier richtig weit rausgehen, dann sehen wir, dass wir hier ein neues Jahreshoch haben. Wir können sogar noch ein bisschen weiter rausgehen. Da sehen wir sogar, dass wir auf einem Allzeithoch in Linde sind, zumindest was die letzten Jahre angeht, also auf jeden Fall ein Fünfjahreshoch, was wir hier gerade haben. Das spricht natürlich für diese Aktie. Es ist gerade im Konsolidierungsmodus, nachdem die Aktie hier sehr schön nach oben gelaufen ist. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Aktie. Und deswegen hier für mich auch auf jeden Fall ein Watchlist-Kandidat, auch bei uns im Rahmen des Screening-Dienstes auf der Watchlist. Frank fragt, beachten Sie horizontale Widerstände, Preise, die länger als 8 Monate zurückliegen? Nee, im Regelfall tatsächlich nicht, Frank. Warum? Weil es die meisten Trader dann nicht mehr involviert sind in dieser Position. Das heißt also, wenn ich mir das hier anschaue, dann gucke ich zwar jetzt in dem Fall bei Linde einmal noch ein bisschen länger zurück, um zu gucken, ob es vielleicht ein Jahres- oder ein Allzeithoch ist oder ein Fünfjahreshoch ist, aber im Regelfall tatsächlich nicht. Denn welcher Trader hält im Regelfall so lange seine Position? Und die Investoren, die interessieren mich eigentlich nicht wirklich. Warum? Weil Investoren im Regelfall auch nicht jeden Tag auf ihren Chart schauen, der Trader aber schon. Man kann einem Trader 100 Mal sagen, wenn er im Tageschart tradet, du musst das eigentlich nicht jeden Tag machen. Das reicht auch im Prinzip jeder zweite oder dritte Tag, weil da passiert ja nicht so viel. Bei Investoren sage ich sogar, das reicht auch, wenn man einmal im Monat schaut. Das würde die Nerven des Investors deutlich schonen. Jeder von euch, der selber auch Investor ist, weiß es. Man kann jeden Tag schauen. Jetzt, wenn es nach oben läuft, freut man sich auch drüber, dass es jeden Tag nach oben geht und feiert sich natürlich. Ist bei uns auch nicht anders. Wenn ich jetzt sehe, der DAX ist jetzt 20% im Plus seit Oktober, da freue ich mich auch, weil dann weiß ich, viel Geld verdient. Aber wenn es nach unten läuft, dann, es macht einfach keinen Sinn, also dann jeden Tag danach zu gucken. Beim Trading, Daytrader macht natürlich, aber auf Tagesbasis reicht auch jeder zweite, dritte Tag. Also nein, ich schaue ich mir nicht an, Frank, was der ganz zurücksieht. Wie sieht es mit Gas aus? Ja, im Moment glaube ich nicht mehr so gut. Oder doch, kommt immer darauf an, wie man es sieht. Wenn man long ist, ist es blöd. Wenn man short ist, ist es gut. Ich nehme mal, hierzu habe ich keine Daten, aber UNG ist auch Natural Gas. Und da kann man es ganz gut sehen. Also wir haben hier unsere Hochs im Prinzip bei 33 in etwa gehabt, sind dann an die 200-Tage-Linie gelaufen, ein bisschen dann im Prinzip genau das Gegenteil passiert, also von oben nach unten, von unten dann wieder rangelaufen und jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Also Gas ist im Moment eher auf der Short-Seite besser anzufassen als auf der Long-Seite. So würde ich es auf jeden Fall im Moment sehen. Das kann sich aber wieder ändern, aber im Moment ist es halt so. ADS, da ist jetzt die Frage, ist das Adidas oder nicht? Ich gehe mal auf Adidas, weil Adidas einfach sich unfassbar stark entwickelt hat in den letzten Tagen. Man kann es hier sehen, wo der rote Pfeil ist. Da haben wir Short-Positionen in Adidas aufgemacht. Diese Short-Position wurde dann hier mit Durchbrechen des Hochs dann geschlossen. Am Ende ist es immer gut. Dazu habe ich auch ein Video letzte Woche gemacht, warum man unbedingt mit Stops arbeiten muss als Trader. Weil das wäre ja total ärgerlich, wenn man hier irgendwie bei gut 120 Short geht und jetzt läuft der Kurs im Prinzip auch noch ins Minus rein. Und man war aber schon 20% vorne. Das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen, man muss immer mit Stops arbeiten als Trader, ganz fest im Handelsplan auch definieren. Warum ist die Aktie hier hochgeschossen? Ist halt immer nachrichtenbedingt. Und dann versucht man eben hier im Idealfall, wenn es ein News ist, entweder Intraday einzusteigen oder eben entsprechend im Stundenchart. Das ist immer die Herangehensweise, die ich immer ganz gerne nutze. So, dann haben wir noch GIS. Ist aber keine Aktie, die ich mir regulär aussuchen würde, um das gleich dazu zu sagen, weil Argument kennt ihr schon, unter der 200-Tage-Linie gehe ich ungern Longs ein, es sei denn eben, es ist wie hier bei Adidas die News, die die Aktie um 20% an einem Tag nach oben getrieben hat. Also im Prinzip ist es immer dasselbe Vorgehen beim Handel. So, sind wir bei GIS.
Das ist so eine ähnliche Aktie, die hatten wir vorhin auch schon mal gehabt. Also die ist natürlich stärker als der Markt. Da sind wir uns sicherlich einig. Was mir hier bei solchen Aktien nicht immer gefällt, ist tatsächlich, dass die Aktie nach dem Hoch hier wieder stark abverkauft wird. Und das, obwohl der Gesamtmarkt eigentlich nach oben zieht. Und das mag ich nicht so. Deswegen, Thorsten, würde ich die Aktie zum Beispiel nicht auf eine Watchliste bei mir nehmen. Holger schreibt: Hallo, wie schaut es mit den Warren Buffett Ölaktien aus? Also erstmal bin ich ein Riesenfreund von Warren Buffett, um das mal ganz am Rande zu sagen, weil mir seine Herangehensweise erstmal grundsätzlich gut gefällt, nur das zu handeln, was ich grundsätzlich verstehe. Ich habe gestern dazu ein ganz kurzes Reel gemacht. Ich bin nicht so ganz der große Freund von Reels. Aber es ging dann eben um die Kryptobörse und viele haben da viel Geld verloren. Und das ist halt einfach ärgerlich, weil Menschen machen Dinge, weil sie den Traum haben, damit sehr viel Geld zu verdienen. Und haben sich aber eigentlich nicht so wirklich mit der Thematik dahinter oft beschäftigt. Und deswegen mag ich eben Warren Buffett, der immer sagt, handel wirklich nur das, was du verstehst. Und deswegen handle ich in erster Linie tatsächlich auch Aktien, weil das verstehe ich, dieses Modell. Genauso wie ich verstehe, warum bestimmte Dinge wie Uhren, Kunst, solche Sachen gut funktionieren oder auch Immobilien. Wobei Immobilien bin ich nicht stark genug drin, aber deswegen handle ich auch keine Immobilien, weil ich da einfach zu wenig Verständnis für habe. Aber Aktien mache ich seit 25 Jahren. Ich glaube, da kenne ich mich gut aus. Und deswegen mag ich halt den Anlagestil von Warren Buffett. Und bei der Aktie hier, wenn wir über die Hochs gehen, sprich über die 77 gehen, dann wäre ich auch bei der Aktie mit dabei. Vorher eher nicht. So, dann gucken wir noch CVX an. Da bin ich dann eher mit dabei. Könnt ihr euch schon denken, ne? Also schön nach oben gelaufen. Also das ist eine Aktie, die würde ich zum Beispiel gerne im Portfolio haben. Sorry, ich habe immer noch seit Wochen, seit ich aus Mallorca wiedergekommen bin, immer noch mit meiner Stimme Probleme. So, dann da kommt noch mal Frank mit ATEN, dann gehen wir da jetzt auch rein. Jo, auch schöner Chart. Aktie sehr schön nach oben gelaufen, kann man ganz gut sehen, erfüllt auch im Sechs-Phasen-Modell alle Kriterien. Hier ein guter Ausbruch, was nicht so schön ist, ist halt dieser Rücklauf. Ich habe das gerade schon kurz angesprochen, was eben mal nicht so schön ist, ist, wenn eine Aktie gerade ein neues Hoch macht und die Aktie dann gerade nicht läuft. Das hatten wir jetzt auch bei einigen Titeln tatsächlich auch in der letzten Woche gehabt, neue Hochs und die sind dann eben nicht mitgelaufen. Warum? Weil viel Geld einfach in diese ja verprügelten Aktien einfach hineingelaufen ist. Das kann hier auch der Fall sein. Ich würde das hier ein bisschen beobachten bei der Aktie. Wichtig ist, wenn die Aktie hier über das Hoch hinweg geht, dann glaube ich, haben wir gute Chancen, dass die Aktie wieder Richtung Hochs läuft. Muss man so ein bisschen beobachten, weil die Aktie hat so ein paar Tails, die nicht so schön sind. Wir haben hier eine Umkehrkerze am Hoch gemacht. Das ist erstmal gar nicht dramatisch. Dramatisch wird es erst dann, wenn man sich die Umsätze dazu anschaut. Und das ist immer etwas, was nicht so ideal ist. Und von daher sollte man da immer so ein bisschen aufpassen. Also mir wäre schon ganz lieb, wenn die Aktie jetzt wieder nach oben zieht. Ansonsten, wenn sie eben hier unter die Tiefs fällt, bei 16,60 ungefähr, dann könnte es auch schwierig werden mit der Aktie. Also von daher muss man einfach ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich, das Bild sieht erstmal gut aus. Wie gesagt, sind so ein paar Sachen, was eben das Bild ein bisschen eintrübt. So, jetzt müssen wir gerade ein bisschen lesen. Lohnt sich der Agena Trader für Trading-Einsteiger oder ist es einfacher mit TradingView als reines Chart-Tool zu arbeiten, fragt Andreas. Ja, das ist eine Frage, die eigentlich oft gestellt wird. Also, wenn ich mir die Frage vor 5 Jahren gestellt hätte, das hätte ich gesagt, an Agena Trader geht nichts vorbei, weil das zu dem Zeitpunkt mit Abstand das beste Tool war, was ich kannte für die Art des Handels, die ich betreibe. Ne? Also es kommt immer, muss man immer sehr
subjektiv dann auch betrachten. Also für mich war es immer das beste Tool, ist für mich auch heute immer noch für meinen Handelsansatz eigentlich immer noch das Beste. Aber du schreibst es schon, TradingView ist wirklich ein richtig cooles Tool. Man kann daraus nicht handeln oder nur bedingt. Aber darum geht es eigentlich auch gar nicht. Ich benutze auch Agena Trader eigentlich nur noch als Analyse-Tool, handeln wirklich nur als Day-Trader daraus, ansonsten auch nicht. Sonst handle ich immer direkt über die Handelsplattform. Also, ich sag mal so, wenn man am Anfang steht und du schreibst ja Anfänger, als Anfänger würde ich immer gucken, was ist besonders günstig. Und TradingView ist nun mal besonders günstig und ist dazu noch sehr selbsterklärend, funktioniert sehr gut, nutzen viele Kunden von uns, sind alle irgendwie mehr oder weniger glücklich damit mit dem Tool. Du hast immer 10% der Leute, die immer meckern, egal was du machst. Also deswegen auch bei TradingView, ist bei jeder anderen Software oder bei jeder anderen Dienstleistung auch, du hast immer 10% der Leute, die meckern halt immer. Egal was du machst. Selbst Biene Maja finden die halt blöd. So, und da muss man einfach sagen, muss man einfach drüber weggucken. Deswegen diese Bewertung musst du dann immer wegstreichen. Aber ansonsten finde ich TradingView einfach gut. Je weiter man ist, je mehr du automatisieren möchtest, profitabler oder professioneller dich aufstellst, je größer das Konto wird. Ich sag mal, sobald du 1000 Euro im Monat und mehr nachher an Gewinn machst, dann würde ich eben gucken, welche professionelle Software passt du. Das kann immer noch TradingView sein, kann aber auch eine andere Software dann plötzlich sein. Für mich war immer Agena Trader der große Vorteil, dass ich hier eben sehr schnelle Analysen machen kann, weil es genau auf das, was ich brauche, eben perfekt passt. So, ich hoffe, ich kann dir damit ein bisschen helfen. So, was sagst du zu Lufthansa? Ja, also erstmal Lufthansa, ich freue mich, dass Lufthansa ge viel Geld investiert für ihre Linienflieger. Also ich bin jetzt ja gerade, als ich aus New York zurückgekommen bin, muss man ganz klar sagen, also die haben arg Nachholbedarf, was Business und First Class angeht, gegenüber zum Beispiel Emirates. Ansonsten, wenn wir auf den Chart schauen, gut. Also kann man ganz klar sagen, wir haben das Tief hier Ende Juni gehabt. Die Aktie hat zwischenzeitlich einen Aufwärtstrend, kann man hier ganz gut sehen, läuft hier wirklich schön nach oben. Also von daher top. Warum? Klar, bleibt nicht aus. Die Aktie ist auch massivst überverkauft gewesen. Das, was im Prinzip immer gesagt wurde, die Leute sparen halt, ja, aber nicht am Urlaub. Das konnte man in der Sommersaison ganz gut sehen. Viele Leute sind im Urlaub gefahren, auch jetzt. Die Preise übrigens für Flüge sind massivst angestiegen, auch bei Lufthansa. Flüge sind nicht mehr so super günstig, wie das noch vor ein paar Monaten der Fall gewesen ist. Innerdeutsche Flüge sind auch logischerweise teurer geworden, finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil die wollen natürlich auch grundsätzlich, dass vieles mit der Bahn gemacht wird in Deutschland. Aber es gibt halt Flugverbindungen, die müssen einfach auch innerhalb Deutschlands sein. Und grundsätzlich kann man einfach sagen, hier wird einfach mehr Geld verdient und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das ist ja auch das, wovon wir als Aktionäre profitieren oder eben als Trader. Also für mich Lufthansa auf jeden Fall ein guter Watchlist-Kandidat. AIR. Jetzt kommen wir dann doch noch zu Airbus. Ja, im Prinzip ähnlich wie bei Lufthansa, gleiche Sparte, könnte man schon fast vermuten. Wir haben hier ganz, ganz lange diese Tiefs gesehen. Also immer wieder diese typischen Tiefs, die darauf hindeuten, dass der Markt nicht weiterfällt. Allerdings muss man auch sagen, dass wir hier, wenn wir das mal sich angucken, hier auch diese typischen Hochs haben bei Airbus. Also ich gucke wirklich ganz, ganz ungern weit links in die Charts, aber in diesem Falle mache ich das halt, weil hier, das fällt ja schon auf. Zack, zack, dab, dab. Da sind wir jetzt gerade drüber. Hier sind aber schon die nächsten Hochs, wo der Markt x-mal hängen geblieben ist. Also ehrlich gesagt, ich würde lieber Lufthansa im Moment kaufen als Airbus. Airbus würde ich, glaube ich, kaufen, wenn wir über die 120, 121 hinauslaufen. So, weil dann haben wir diesen ganzen Seitwärtsrambischel weg und dann macht es, glaube ich, mehr Sinn. So, ITB. Okay, die ist es nicht. Okay, bleib mal hier bei der.
Hoffen wir, dass es die ist. Ja, ich hoffe, das ist die ITB, die du meinst. Da gibt es ein paar mehr mit diesem Kürzel. Sehr schön nach oben gelaufen, doppelhoch. Dann eigentlich relativ klar, dass die Aktie von hier aus wieder dann nach unten weggelaufen ist, weil dieses Doppelhoch halt nicht gehalten hat. Also ich würde die Aktie gerade im Moment nicht anfassen wollen. Wenn die jetzt sich allerdings weiter wieder Dynamik bekommt, dann vielleicht schon, aber im Moment wäre mir das zu gefährlich. So, hallo Konstantin. Zu beachten ist, dass der Agena Trader sich in Kürze für Privatleute in Traders Yard X umbenennt. Der bisherige Agena Trader wird dann für institutionelle Anleger weitergeführt. Gilbert hatte dazu ein Webinar gehalten. Aufzeichnung gibt es auf dem YouTube-Kanal. Also, ja. Dann bitte dann bei YouTube schauen. Konstantin, du bist wie immer super gut informiert. Sehr schön. Also das heißt, für mich bleibt alles wie gehabt und für viele andere eben wird es anders. Wie das oft in den letzten Wochen und Monaten bei vielen Sachen war, dass sich für viele Menschen sehr viel geändert hat. Aber wusste ich auch nicht. Also ich gucke allerdings auch nicht ganz, ganz viel, was so sonst im Netz passiert. So, Thorsten, wieso arbeitest du mit dem EMA anstatt mit dem SMA? Das ist eine gute Frage, die ist, glaube ich, auch schon 100 Mal gestellt worden. Das liegt daran, wir haben vor 20 Jahren mal, das ist schon wirklich lange her, einmal eine Analyse aufgrund meines Handelsansatzes gemacht, mit dem EMA und mit dem SMA. Und am Ende kam raus, wie das immer so ist, einer passte eben besser für meinen Handelsansatz und das war damals eben der EMA, den ich benutze. Am Ende macht das keinen wirklich großen Unterschied. Das seht ihr ja, wenn ihr die einfach übereinander legt, dass da nicht so wirklich viel passiert. Kann man hier auch sehen, wenn ich jetzt den SMA beispielsweise eingebe. Und ich setze den jetzt hier auch mal auf 200. So. Seht ihr, also der Unterschied ist jetzt nicht so wirklich groß. Der Punkt ist einfach, der EMA ist immer etwas dichter am Kurs dran. Das macht jetzt nicht die Welt, das können wir auch weiter in der Historie sehen. Also ihr seht das, es ist wirklich sehr, sehr eng. Das hängt einfach damit zusammen, wir haben damals mal geschaut, was passt für diesen Ansatz, den ich gerne nutze an der 200-Tage-Linie besser. Und deswegen haben wir den genutzt. Und seitdem benutze ich den auch schon. Also da seht ihr schon, seit mehr als 2 Jahrzehnten benutze ich halt den entsprechenden Index. So. Heißt aber nicht, dass der grundsätzlich nicht genauso gut funktioniert, sondern es ist ja immer die Frage, wofür nutze ich das? Habe ich das überhaupt nur im Chart so drinne? Oder hat das auch eine Bewirkung? Also es ist ja eigentlich oft so. Ich sehe das oft in Coachings mit Kunden, die haben dann alles Mögliche drinne, verschiedene Indikatoren. Dann gleitende Durchschnitte, Volumen und ich weiß nicht, was noch alles. Und dann haben sie in der Handelsplattform dann plötzlich Markttiefe, die nächsten 10 Stellen und handeln aber im Tageschart oder so. Und dann frage ich mich immer, warum habt ihr das alles? Weil ich sag mal, in einem Chartbild ist eigentlich alles an Informationen enthalten, die man braucht, wenn man den Umsatz noch dazu hat. Und ja, dann kriegt man ja, aber dann kriege ich irgendwie ein besseres Gefühl für den Markt. Aber eigentlich bilden ja die Indikatoren auch nur das ab, was ihr im Chart seht. Also, aber das soll auch jeder so machen, wie er sich wohlfühlt. Am Ende ist es ja nur wichtig, dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft. Und wenn ihr profitabel seid, dann ist es auch egal, was ihr im Chart einblendet. Und wenn ihr alles mögliche an Indikationen dafür braucht, auch gut, weil der Erfolg hat recht, ne? Ich habe das mal gesagt, in einem ganz komplett anderen Zusammenhang. Es geht ja oft um Heilpraktiker, ja, nein. Und wenn die erfolgreich sind und einem helfen, naja, was soll's, dann ist doch egal, warum man gesund wird. Und so, genauso ist es mit dem Chart. Wer dazu Indikatoren braucht, um profitabel zu traden, ja, solltet ihr machen. Wenn ihr allerdings Indikatoren drin habt und ihr seid nicht erfolgreich, spart euch das. Macht halt nicht so viel Sinn. Okay, dann kommen wir zu ISRG. Wenn ihr noch Aktien habt oder Fragen, schreibt es gerne noch in den Chat. Das ist jetzt die letzte Aktie, die jetzt drin war. Wenn ich eine vergessen habe, dann postet es auch gerne nochmal unten mit rein oder Fragen. So, wenn wir hier schauen, also eigentlich auch wieder so ein Musterbeispiel so von dem Bild, was ich mir halt vorstelle. Aktie fällt, macht keine neuen Tiefs mehr, es kommt zu einem Trendbruch. Die Aktie läuft an die 200-Tage-Linie, korrigiert an der 200-Tage-Linie und macht dann den Durchbruch nach oben.
So, und das ist eigentlich etwas, was ich mir eigentlich immer wünsche, dass Aktien das als Vorschuss liefern, bevor ich mich auf so eine Aktie einlasse. Die Frage ist ja oft, warum kaufst du nicht so ausgebrannte Dinge? Wir hatten das letzte Woche. Ich nehme mal Meta, weil das ist ja so eine Aktie, die so irgendwie jeder kennt und ich auch berufsmäßig. Und hier gab es dieses Gap nach unten, nach den Zahlen, dann ist die Aktie weitergefallen. Also eigentlich dieses typische Bild, jetzt explodiert die Aktie gerade im gesamten Umfeld halt auch nach oben. Und klar, da kann man, hätte man jetzt mal locker 25% auch Rendite machen können. Aber die Aktie kommt halt bei mir dann in solchen Situationen nicht auf den Schirm, es sei denn, ich habe hier den News, warum ich aufgrund der News dann plötzlich die Aktie handeln will. Warum habe ich die aber nicht hier unten? Weil dann hätte ich sie auch hier long handeln müssen und hier long handeln müssen und hier long handeln, also an jedem Tief eigentlich. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich das nicht habe, weil man sieht immer nur die letzte und sieht, ah, jetzt hätte es aber Sinn gemacht. Ja, hätte es. Aber die Male davor eben nicht oder nur bedingt. Und das ist mir einfach zu wenig. Also ich möchte halt im Schnitt 1% Performance in der Woche machen, ohne Hebelprodukte. Gelingt das immer? Nein. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Aber dafür brauche ich halt einen festen Ansatz, den ich immer duplizieren kann. Und das ist der Grund, warum ich dann halt solche Aktien eher auslasse. So, Rüdiger, Dow Jones Index in Verbindung mit der Dow-Theorie. Naja, grundsätzlich, also den Dow Jones Transportindex verwende ich gar nicht, sondern nur die drei Indizes, die ich hier auch immer zeige. Grundsätzlich ist es halt so, dass wir immer schauen, ob wir steigende Hochs und steigende Tiefs haben. Das ist eigentlich das, was mich am Ende des Tages immer grundsätzlich in einem Markt interessiert. Und da ist es egal, ob das jetzt der Transportindex ist, ob das ein Devisenpaar ist oder. Ich zeige das mal gerade. Also mich interessiert eigentlich immer nur in einem Index, wenn der so läuft oder auch eine Aktie, dann möchte ich diese Aktie short handeln. Und wenn der Markt genau das Gegenteil macht, das, was wir jetzt bei vielen Aktien auch sehen, die dann nach oben laufen, dann möchte ich die Aktien halt long handeln. Und ist mir eigentlich egal, grundsätzlich, welcher Index das ist. Also wenn ich zum Beispiel im Screening-Prozess bin, egal welchen Index, welche Aktie, ich sehe auch gar nicht, welche Aktie dahinter steht. Das heißt also, genauso wie ich jetzt hier die Info ausgeblendet habe, habe ich sie fast immer ausgeblendet. Wichtig ist für mich nur, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, habe ich dieses Muster, was ich immer und immer und immer wieder auch erkläre, auch bei Rendite Unlimited immer, habe ich diese steigenden Tiefs und steigenden Hochs. Wenn ich das habe, dann möchte ich gerne eine Aktie long handeln. Und wenn es umgekehrt ist, fallende Hochs und fallende Tiefs, dann möchte ich die Aktie short handeln. Und wenn ich beides nicht habe, auch bei einem Index nicht habe, dann handle ich das eben nicht. OLY. Ja, auch hier wieder nahezu perfekt. Wir hatten es schon mal thematisiert, Frank. Ich weiß jetzt nicht, ob du dabei warst, aber da geht es genau um diesen Ausbruch hier nach oben. Deswegen ist das hier auch noch eingezeichnet gewesen. Ich mag das halt, wenn eine Aktie so diesen Seitwärtslauf hat. So, und wenn sie dann aus diesem Seitwärtslauf nach oben rausbricht, dann passiert das in der Regelfall mit sehr viel Dynamik. Das kann man hier auch ganz gut sehen. Die Aktie ist ja hier die ganze Zeit nach oben gelaufen, hat hier ja auch einen Trend ausgebildet, macht dann hier diesen Ausbruch nach oben. Darauf kann man im Prinzip ein ideales Handelssetup dann anwenden, kommt dann auch relativ schnell hier in diesen 3 Tagen rein und hat dann am Ende des Tages diesen Sprung auch dann im Prinzip dann auch umgesetzt. Wird dann vielleicht hier im Nachgang dann zwar ausgestoppt, aber grundsätzlich hier der Einstieg hier nach diesem Hoch ist eigentlich relativ simpel und sehr schnell auch in der Umsetzung. Also da würde ich halt immer versuchen, ein Handelssetup drauf zu setzen, weil diese Modelle einfach extremst gut funktionieren. Damit muss man sich einfach mal ein bisschen auseinandersetzen, bringt aber am Ende des Tages wirklich sehr gute Ergebnisse. So, wie sieht es aus mit PX? Kaufen am neuen Hoch war noch die Frage zu dieser Aktie hier. Also ich bin ja kein großer Freund davon, immer am Hoch zu kaufen, um das zu sagen. Also ich mache das auch manchmal, aber grundsätzlich versuche ich eigentlich immer Trades im Rücklauf häufig zu kassieren, weil es einfach ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis bietet.
aber man kann es auch am Hoch kaufen. Geht auch grundsätzlich oberhalb der 200-Tage-Linie. Was mir wieder nicht gefällt, ja, ihr ahnt es schon, ist halt, dass die Aktie hier wieder so super lange seitwärts konsolidiert, also seitwärts nach unten. Und das, obwohl der Markt eigentlich stark nach oben gelaufen ist. Das ist etwas, was ich versuche, möglichst nicht zu handeln. Also wäre kein Favorit von mir. So, und dann haben wir AMKR. Da ist Dampfhinter, wird hier versprochen von Frank. Würde ich sagen, ist für mich ein absoluter Watchlist-Kandidat. Sehr gut, Frank. Sehr schön rausgesucht. Extremst gut. Das ist eine Aktie, die erfüllt genau das Kriterium, was ich eben suche. Also alles, was da ist, spricht dafür, für mich. So, dann kommen wir zu den letzten Titeln. Ja, Uwe ist auch mit dabei. Sonnige Grüße, schreibt er schon gerade. Bist du wieder auf Teneriffa, Uwe? Ich komme bald nach. Also nicht nach Teneriffa, aber du weißt, Fuerteventura. Jetzt am 3. oder 4. Januar bin ich wieder da. Vorher geht es noch erst nach Dubai und dann komme ich auch nach. So. Seit einem Jahr schon da, ja. So, BioNTech. Ganz, ganz lange hat die Aktie sich super schwer getan, ne? Also es war mal der Highflyer. Ich weiß noch, in 2021 habe ich unfassbar viel Geld mit BioNTech und mit diesen ganzen Pharma-Werten verdient. Dann kam die Zeit der Schmerzen für die Investoren, für Trader nicht, weil die haben dann einfach geshortet irgendwann. Hier kann man ganz gut sehen, die Aktie hat dann eine super Bodenbildung im Prinzip hier jetzt hingelegt, im Bereich von 120, 130. Jetzt wäre es aus meiner Sicht spannend, hier diesen Bereich hier oben zu verlassen, da 190, das ist noch ein bisschen Luft. Ist auch die spannende Frage, ob das jetzt passiert. Also brauchen wir diese Impfstoffe noch? Der Vorteil bei BioNTech ist natürlich, dass die auch noch viele andere Sachen in der Pipeline haben. Die Frage ist halt nur am Ende des Tages, wann kommen die und, und. Aber wenn was kommt, dann wird es hier sicherlich durch die 190 gehen und dann können wir auch wieder ganz schön nach oben laufen. Aber wir müssen hier ehrlich gesagt aus dieser Seitwärtsbox erstmal raus. So, PFE, Pfizer, so die letzten 90 Sekunden. Ist mir zu früh, Pfizer, 200-Tage-Linie, zwar angegriffen, aber ist mir persönlich jetzt tatsächlich noch ein Schritt zu früh. So, Visa. Mal hier gucken. Habe ich doch gerade das Kürzel nicht für die amerikanische Visa. Das ist das, was ich sage. Wenn ich das Kürzel nicht habe, dann dauert es immer unfassbar lange. Da ist es V. Ja, also auch hier ist mir noch nicht dynamisch genug. Auch hier viel zu viel Widerstand bei 216. Da würde ich gerne, dass die Aktie da noch drüber geht. Vorher würde ich die Aktie auf gar keinen Fall anfassen. So, eine persönliche Frage an mich. Ah, nee, hallo Florian, eine persönliche Frage an dich. Dann kann Florian die gleich beantworten. Ich nehme jetzt noch eine Aktie mit rein. Ich schreibe privat auf die Ja, du schreibst Frage privat, an. perfekt. Ja. Mario, zeig doch mal deine 6-Phasen-Modell. Nee, Roland, das werde ich nicht machen, weil das ist Teil unserer Trader-Ausbildung und deswegen werde ich das hier nicht tun. Das wäre auch total ungerecht gegenüber den Teilnehmern, die da bei uns in der Ausbildung sind. Also da bitte ich ums Verständnis. Das ist wesentlicher Bestandteil unserer Ausbildung, weil da braucht man wirklich nur noch eine Sekunde, wenn man auf den Chart schaut, um zu wissen, ja, will ich handeln oder nicht. So, und CHX, letzte Aktie des Tages. CHX, ja, schade, genau, kann ich nachvollziehen. Uwe, CHX, ich meine, was soll ich anderes erwarten von dir? Ich meine, wir kennen uns schon ewig. Du weißt genau, wie mein Handelsstil ist. Das ist genau die Aktie, die ich suche. Also das ist genau am Ende das, wo ich sage, jo, das möchte ich gerne haben.
solche Aktien nehme ich halt auf und solche Aktien als Trader sind sie halt nahezu perfekt für mich geeignet. Welche Aktie würdest du für die Jahresendrallye sehen, Holger? Pff, kann ich nicht sagen. Also ich bin ein Freund von Indizes, was Jahresendrallye angeht. Ich habe jetzt 20% im DAX gemacht in den letzten 6 Wochen. Würde ich sagen, das ist mal erfolgreiche Jahresendrallye. Ich hoffe, viele von euch sind da auch mit dabei gewesen. Es kann nicht daran liegen, dass ihr es nicht gewusst habt, weil ich habe das wirklich in jedem meiner Rendite Unlimited Webinare schon erzählt. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann seid mit dabei beim nächsten Mal. Wir machen noch einmal Rendite Unlimited in diesem Jahr. Wenn ihr Bock habt, dann einfach auf meine Webseite gehen, damit ihr jetzt aber auch dann genug hier auf Mario Lüdemann, da könnt ihr euch dann anmelden, denn dann das darf eigentlich nicht passieren, dass man diese 20% nicht verdient hat. Dann hier einfach auf Beginner gehen und dann könnt ihr euch anmelden für Rendite Unlimited. So, ansonsten sage ich vielen Dank. 2 Minuten überzogen. Vielen Dank in die Runde. Vielen Dank, Florian. Und euch allen eine gute Zeit. Die letzten 6 Wochen des Jahres nutzt ihr noch, um eure Jahresergebnisse noch weiter auszubauen. Und die Gewinne noch ein bisschen sprudeln zu lassen. Ich werde jetzt noch 4 Wochen auch aktiv am Markt bleiben, bevor ich mich dann für 6 Wochen in den Winterurlaub verabschiede. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, werde über Dubai dann in die Schweiz und von dort aus dann nach Fuerteventura reisen und wünsche euch allen eine gute Zeit. Für alle, die wir nicht mehr sehen, ein paar kenne ich natürlich noch aus der Trader-Ausbildung, wir hören und sehen uns dann morgen wieder. Und ansonsten euch eine gute Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke dir, Mario. Vielen Dank fürs schöne Webinar und den Sehr gerne. Marktausblick natürlich. Und vielen Dank auch an die Teilnehmer. Natürlich, wie immer, super, dass Sie dem Mario so viel Input an Werten hier gegeben haben im Webinar. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Bleiben Sie alle gesund. Und wie immer, auch an dich, Mario, auf die Positionen aufpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut.